Heute besprechen wir eine 7-Tage-Strategie mit einer, ich sag's mal so, miesen Trefferquote. Und ich sag trotzdem, diese Strategie könnte für dich ganz interessant sein. Wenn du das und mehr wissen möchtest, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Du hättest doch am liebsten eine Strategie, wo 9 von 10 Trades Gewinner sind und du hast nur einen Verlierer. Hört sich auf den ersten Blick auch recht passabel an, aber ich sag dir, das ist vielleicht gar nicht die richtige Strategie für dich. Deshalb möchte ich dir heute eine 7-Tage-Strategie mit einer in Anführungszeichen miesen Trefferquote vorstellen und ich möchte dir zeigen, welche Vorzüge diese Strategie hat und ich zeige dir auch einen Vergleich mit einer Strategie mit einer verdammt hohen Trefferquote und warum diese Trefferquote dich vielleicht in den Ruin stürzen könnte. Wenn du das und mehr wissen möchtest, dann bleib dran. Heute möchte ich dir gerne eine 7-Tage-Credit-Spread-Strategie auf den SPX Weekly vorstellen. Wir haben ja schon über den Tagesschau-Trade gesprochen. Das ist ja ein Day-Trade, ein 0-DTE-Trade, auch ein Bull-Put-Spread, auch auf den SPX Weekly. Ich habe auch schon einen 30-tägigen vorgestellt. Heute sind wir bei 7 Tage. Aber was viel, viel wichtiger ist heute, ich möchte dir nicht die Strategie deshalb erklären, damit du die 1:1 nachtradest, sondern ich möchte dir die Strategie erklären, damit du auch guckst, worauf ich achte bei so einer Strategie und was ich auch noch hier erzählen werde, warum das ein oder andere sogar überbewertet wird und schlussendlich zu einem höheren Drawdown und zu einem höheren Verlust führen kann bzw. führen wird. Also, wir haben hier einen Bull-Put-Spread 7 Tage, das heißt 7 Tage Laufzeit. Ich mache mal kurz hier einen Chart. Das heißt, hier eröffnen wir irgendwo und hier ist dann Verfall. Ne, 0 Tage, 7 Tage. Und wir reden hier von einem Credit Spread. Das heißt, die verkaufte Option muss näher am Geld sein als die gekaufte. Es ist ein Bull-Put-Spread, das heißt, wir reden hier auch über Put-Option. Das sieht dann so aus. Hier die verkaufte Put-Option, hier die gekaufte Put-Option. Der Spread liegt hier bei 20. Das heißt, die Ausübungspreise der jeweiligen Optionen haben einen Abstand von 20, was schlussendlich auch bedeutet, dass unser Risiko 20 mal 100, ne, diese Option hat eine Kontraktgröße von 100, 20 mal 100, also 2000 Dollar, abzüglich der Prämie, die wir natürlich bekommen, wenn wir diesen Trade eröffnen. Durch die gekaufte Put-Option sind wir ja abgehedged. Ja, das heißt, alles, was unterhalb dieser gekauften Put-Option liegt, das tangiert uns nicht, weil wir durch die Long-Put-Option ja das Recht haben, das Underlying zu dem Ausübungspreis auch zu verkaufen. Das erstmal dazu. Jetzt siehst du vielleicht als allererstes hier die Win Percentage. Was ist die Win Percentage? Die Win Percentage ist die Trefferquote. Das heißt, wie viel Prozent von den Trades sind jetzt Gewinner und wie viel Prozent schlussendlich sind dann Verlierer. Wenn wir jetzt hier 66% Trefferquote haben, heißt das nichts anderes. 66 von 100 Trades sind Gewinner, ergo 34 von den 100 sind Verlierer. Und da kommt schon direkt der Erste um die Ecke und sagt, ey Thorsten, ey, so eine schlechte Trefferquote, das ist ja wirklich eine schlechte Strategie. Und das möchte ich jetzt hier mal ein bisschen ja, genauer beleuchten, warum ich meine, dass das keine schlechte Strategie ist. Als allererstes sehen wir hier vom Januar 2023 bis zum März 11. 2023, sehen wir hier einen Profit. Das heißt, hier haben wir mit dem Startkapital von 10.000 Dollar bereits 1167 Dollar Profit erzielt, was schlussendlich stolze ja fast 12% sind. Ja, das heißt, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Also von der Warte aus gesehen ist das nicht schlecht. Das Weitere, was mir halt wirklich wichtig ist, sind die Positions- oder die Höhe der Verlierer. Hier haben wir einen Max-Loser, einen Maximalverlust von 141 Dollar erzielt. Und das sage ich
ganz offen, Kollegen, das ist wirklich gut, weil wenn wir uns die ein oder andere Strategie angucken und wir schauen uns gleich eine an, die eine Trefferquote von mir aus 98% haben und dann sind auf einmal 2% dabei, die richtig rein crashen, also die vielleicht alles, was man bis dato mit den 98% verdient hat, verliert, dann hat für mich die Trefferquote von 98% viel weniger Wert als das, was wir hier sehen. Ja, klar, es ist natürlich auf der einen Seite, wie vielleicht der ein oder andere sagt, nicht gut mit Verlusten zu leben, aber wenn ich vorher mir einen Maximalverlust festlege und ich weiß, im schlimmsten Fall kriege ich nur das und das und das an Verlust, dann ist mir diese Geschichte lieber, als wenn ich sage, okay, ich habe so eine mega hohe Trefferquote, aber sorry, ich weiß gar nicht, wie hoch maximal der Verlust wird bzw. sein kann. Und das ist wirklich Unsicherheit, ja, und das ist etwas, was für die Psychologie ganz, ganz, ganz schlecht ist, ja, also das heißt, das ist etwas, was richtig an die Nerven kratzt und ich zeige dir das jetzt mal an dem 31-Tage-Trade, den ich ja schon mal im Video gezeigt habe. Hier sind wir jetzt an einem Trade, den ich ja auch trade, das sind hier die 30 Tage und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wenn das, du willst doch jetzt was zeigen, was schlecht ist, warum tradest du es trotzdem? Weil ich Möglichkeiten kenne, diese großen Drawdowns vorab zu umgehen. Ja, aber das ist ja bei nicht vielen der Fall. Das heißt, wenn du dich nicht richtig mit der Materie beschäftigst, auch mit dem Hedging, was ja oft sehr schlecht geredet wird, Hedging bringt nichts, kostet nur Geld, bla bla bla, dann wirst du das nicht abfangen können. Das heißt, in solchen Fällen, wo du selber sagst, ich möchte es nur statisch, ich möchte nicht intervenieren, ich möchte kein Hedging machen etc., dann wird das, was ich dir jetzt zeige, dich um Kopf und Kragen bringen und deshalb solltest du das nicht machen. Hier sieht jetzt alles fein aus, hier haben wir 100% Trefferquote, alles happy, alles nice, aber wenn wir uns jetzt mal ein paar Jahre früher anschauen, dann sieht es anders aus. Und hier siehst du es, ja, hier siehst du, was passiert, wenn du diese Strategie ohne Hedge oder ohne irgendwelche weiteren Hilfsmittel abfängst, was du hier erlebst. Und das ist nicht wirklich schön. Wenn du guckst, hier hast du den Verlust von fast $6,300 und im Schnitt verdienst du $76, dann steht das in keiner Relation. Das heißt, hier alles toll, 2020 bis jetzt, schön, geht immer eine kleine Treppenstufe weiter. Aber das hier, nachdem du diesen Trade erfahren hast, diesen Verlust, wirst du bestimmt nicht mehr die Geduld haben, diesen Weg über Jahre zu gehen. Und das ist auch nicht richtig so. Das heißt, hier muss man natürlich vorher korrigieren. Und wenn man jetzt hier sagt, ich gehe hier dann nur noch mit 200%, dann wird sich definitiv die Trefferquote nach unten entwickeln. Das heißt, es ist oft Schönmalerei, wenn man hier auch in der YouTube-Welt mega geile, super Trefferquoten zeigt, aber auf der anderen Seite nicht darauf hinweist, was passieren kann, wenn man solche Strategien fährt, die beispielsweise hier anzeigt, gehe raus, erst wenn du sozusagen 20 Punkte an dem Ausübungspreis der verkauften Call- oder verkauften Put-Option bist. Ja, das kann dich um Kopf und Kragen bringen und das will man halt auch nicht. Und der Weg auch dahin, selbst wenn wir hier, wir machen das mal, hier entwickelt sich der Kurs, hier ist die Option und wir sagen jetzt hier bei 3200 ist die verkaufte Put-Option und bei 3220 gehe ich raus. Selbst wenn das nah hier dran ist und du nicht rausgehst, kann das sein, dass du auf einmal unrealisiert irgendwo 1000% Verlust hast. Ja, und das hält man auch nicht nervig aus. Das geht ja nicht nur darum, dass man realisierte Verluste schlimm findet, auch der Weg dahin. Das heißt, wenn da 300, 400, 500% im Minus sind, die wenigsten halten durch.
Und das ist auch nicht verkehrt so. Das ist ja auch ein Instinkt und der ist auch gut. Man kann das natürlich trainieren, man kann natürlich auch überlegen, was man machen kann. Wenn man im Hintergrund noch einen Headshot etc., dann ist es gut, dann fühlt man sich sicher, dann sagt man sich, okay, im Worst-Case-Szenario verliere ich das, das und das. Aber wenn man nicht weiß, was man verlieren kann, beziehungsweise sich diesbezüglich keine Gedanken macht, dann ist dieser Trade, der hier ab 2020 der beste Trade der Welt ist, 100% Trefferquote, immer Geld verdienen, schön, aber der Weg dahin kann sehr, sehr müßig sein und wenn man es hier sieht, auch ziemlich, ja, das Konto schnell blank machen, was man über Jahre angespart hat. Und deshalb, ich gehe jetzt zurück zu dieser 7-Tage-Strategie, sind die 65,6% okay? Und okay, warum? Wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, wir haben jetzt hier den Profit und den Stop-Loss sehr eng gefasst. Das heißt, von dem, was wir verdienen, sagen wir, gehen wir nach 50% im Profit raus und bei 50% im Verlust raus. Und dann sieht man hier, man verdient im Schnitt so um die 100, 120 Dollar in den letzten Tagen und Wochen und verlieren tut man sozusagen das Gleiche. Aber dann weiß man, es ist okay, ich habe den und den Betrag, den verliere ich und dann kann man natürlich auch damit verleben. Aber natürlich, wenn man eine Trefferquote von nur 66% hat, gibt es natürlich auch Phasen, da muss man auch überlegen, ob man diese Phasen auch ertragen kann. Und da zeige ich jetzt mal auch einen längeren Zeitabschnitt. Wir sind jetzt von 2019 bis jetzt und man sieht, es ist hier alles profitabel. In dem Jahr hat man sogar richtig ordentlich Cash gemacht, aber unsere Trefferquote immer noch 6 von 10, also sogar noch ein bisschen kleiner als vorher. Das heißt, da haben wir viele Verlierer. Aber long story short, wie gesagt, die maximalen Verloser, die sind erträglich. Ja, das ist jetzt nichts, was dazu führt. Und das merke ich halt auch ab einer gewissen Höhe des Verlustes. Wirft man das Tuch in den Ring und sagt, fini, ich höre auf, ich gehe da raus. Und das ist ja etwas, was man auch nicht will. Und noch etwas. Die andere Strategie mit den 30 Tagen, die mache ich, die ist gut, die ist toll. Wenn man natürlich auch andere Hilfsmittel hat, wie Hedging, wie Indikatoren etc., die dir das anzeigen. Mein O4W-Best-Indikator ist zum Beispiel ein gutes Hilfsmittel. Aber auch natürlich, wenn man sich abhedgt in Situationen, wo es weniger heiß läuft, ja, wo die Welt happy ist, ja, wo man dann beispielsweise günstig Call-Optionen mit einem Long-Call traden kann. Das sind halt alles so Möglichkeiten, die gehören dazu. Punkt 1, Punkt 2, niemals nur eine Strategie fahren. Diese 7-Tage-Strategie, auch absolut toll. Die fahre ich aber auch immer nur mit anderen Strategien mit. Das heißt, das ist eine von mehreren. Aber das, was ich eben sagen oder zeigen wollte, ist, was natürlich auch wichtig ist, dass es Phasen gibt und hier zeigen wir sie. Hier hast du zum Beispiel 4 Tage in Folge nur Verlierer. Das ist natürlich auch nicht gut fürs Gemüt. Und da gibt es bestimmt noch Tage, ich gucke es mal an, das sind bestimmt noch ein paar dabei. Also 3, hier haben wir es. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage in Folge nur Verlierer. Und wenn du damit gerade anfängst, dann musst du natürlich auch vorher schon dir in den Kopf reintrainieren, von wegen, ich mache mir Folgendes aus, also mit mir. 10 von diesen Verlierern-Trades mache ich mit und gehe dann weiter. Ja, dass man halt auch hier sagt, Kontinuität, also kontinuierlich dabei bleiben, weil man macht ja auch Backtests, kann man halten, was man will davon, aber die können einem schon ungefähr eine Richtung geben, beziehungsweise mehr als eine Richtung. Und ich mache es ja auch genauso und dann trade ich die. Und wenn das dann schlussendlich zu dir nicht passt, dann lässt es halt sein. Da gibt es in der Optionswelt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Nur, was ich dir jetzt einfach mitgeben möchte, ist, dass die Trefferquote isoliert betrachtet wenig aussagt, sondern dass man immer sich das Risiko auch anguckt, ja. Und auch wir hier in Deutschland, wir haben ja für Privatanleger die 20.000 Verlustverrechnung. Mit dem 50% schon rausgehen im Profit und im Loss, ist das auch noch machbar. Ja, also fangt nicht an, jetzt zu große Spreads zu traden. Das geht natürlich auch auf die Margin. Ich hätte jetzt hier auch statt ein 20er Spread ein 50er Spread wählen können. Der ist wahrscheinlich auch gleich gut oder vielleicht sogar besser und hat natürlich auf die gekaufte Put-Option, die kostet weniger und wird natürlich dann auch weniger die 20.000 belasten. Aber ich sag's immer wieder,
immer mit an die Psyche denken. Man muss natürlich auch noch ruhig schlafen können. Und was hier auch wirklich schön ist, es sind 7 Tage, die dieser Trade geht. Aber im Schnitt bleibst du noch nicht mal einen Tag hier drin. Ja, und wenn man sowas dann parallel führt, ist es gut. Und ich denke, dass das, was ich heute erzählt habe, auch dir hilft, mal drüber nachzudenken, dass wenn Leute um die Ecke kommen, ich habe was gefunden mit 95% Trefferquote, frag nach, was sind denn die 5% Verlierer? Wie viel Verlust bringen die? Wie viele Tage muss ich für diese 5% Verlust Trades andere Trades eröffnen? Ja, und wenn die dann sagen, aha, ja, okay, bei diesen 5%, da brauchst du ungefähr 1,5 Jahre, um das wieder rauszuholen, dann ist es nichts. Das will doch keiner. Man will doch nicht 1,5 Jahre seinen Verlusten sozusagen nachtraden. Und deshalb immer gucken, dass das auch ausgewogen ist. Und immer wirklich ganz, ganz wichtig, achte auf die Margin, achte auf das Risiko, achte auf deine Positionsgröße. Passt das zu deinem Konto? Ja oder nein? Und diversifiziere. Setz nicht alles auf eine Karte. Aber long story short, die 7-Tage-Strategie, die ist ganz gut. Die kannst du eine Viertelstunde nach Börseneröffnung aufmachen. Du machst direkt die Orders fertig fürs Profit, für den Verlust. Und dann lässt du das jetzt hier einfach laufen. Und dann weißt du auch hier im Schnitt, wenn man sich die letzten Tage anguckt, das ist ein es ist ein Hin und Her auf der einen Seite. Aber mit 60% heißt das ja sozusagen nichts anderes, dass du auf jeden Fall 6 Gewinner hast und nur 4 Verlierer. Das heißt, du hast 2 Gewinner mehr als Verlierer. Und das ist trotz dem Ganzen hier ein wirklich gutes Geschäft. Ja, ich hoffe, du konntest jetzt was mitnehmen, dass eine hohe Trefferquote nicht zwingend eine gute Strategie bedeutet, beziehungsweise vielleicht eine für dich nicht gute Strategie ist. Nichtsdestotrotz solltest du auf jeden Fall das Wissen besitzen, was man braucht, um diese Trades zu eröffnen und diese natürlich auch anzupassen. Und hierfür kann ich dir wärmstens den Options for Winners Club empfehlen. Wenn du Fragen dazu hast, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Sonntag und wie ich immer so gerne sage, Happy Trades, bye bye.